Hi meine lieben Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Hobbyrenovierer. Ja, heute mal mein Kollege hinter der Kamera. Servus. Ne? Tim heißt er, der kommt übrigens auch mit nach Berlin, wie ihr mitbekommen habt. Da fahre ich ja bald hin. Nächste Woche ist es soweit. Also ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video hochlade. Aber auf jeden Fall, in meiner Zeit ist es nächste Woche. Ja, ich dachte mir, wir machen mal einen kleinen Vlog heute in meiner Heimatstadt Düsseldorf. Sorry, wenn ich hier so behindert gucke. Die Sonne blendet extrem. Ich habe leider meine Sonnenbrille zu Hause vergessen. Ja, würde ich sagen, machen wir so einen kleinen Vlog durch Düsseldorf. Hier sind wir übrigens gerade so in meiner Hood, ne? So meiner Gegend. Ich verrate euch natürlich jetzt nicht, wie die Straße heißt, sonst sorgt ihr mich hinter alle. Ne? Ich hoffe mal, versteht mich gut. Weil wir testen nämlich jetzt auch gerade mal mein neues Mikro aus von Rode. Das habe ich sonst immer nur zu Hause ausprobiert und jetzt werden wir das mal hier draußen an der Luft, an der Realität ausprobieren. Mal gucken, wie das so ist. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal los, ne? Hier haben wir einen schönen Park. Ist jetzt kein berühmter Park, aber bei uns in der Nähe. Die Innenstadt wird eh gleich ein bisschen spannender, wenn wir in der Innenstadt sind. So, jetzt sind wir hier so ein bisschen in der Innenstadt angekommen. Hinter mir ist ein, sag ich mal, berühmtes Museum. K21 heißt das. Was man da jetzt genau zu sehen kriegt, weiß ich gar nicht mehr genau, weil ich war da, ich glaube ich, mal vor 6-7 Jahren oder so mal drinne. Aber ich meine, es wären so Bilder oder so, kannst du da angucken, ne? Ich glaube auch. Also auf jeden Fall Kunstausstellungen und sowas kann man da angucken, ne? Halt immer die aktuellen Künstler, die ihre Sachen ausstellen. Muss man sich halt für interessieren, ne? Mein Ding ist es jetzt nicht so. Ja, hier ist auf jeden Fall ein kleiner Park. Würde ich sagen, mach mal so einen kleinen Ausschnitt aus dem Park. Gehen wir mal ein bisschen durch. Hier exklusive Gänse. Wir haben gerade Glück, dass hier nicht so viel los ist. Dann können wir nämlich in Ruhe filmen. Aber wir haben echt Glück gerade, weil hier ist echt nichts los. Ja. Tote Hose. Hier kann man nochmal schön das Museum sehen, von der Seite. Jetzt zeig ich es mal so am besten. Ja, hier seht ihr nochmal das Museum von vorne mit schöner Statue davor. Da ist nämlich auch übrigens oben eine Glaskuppel drin, da war ich auch mal drin. Da läuft man wirklich oben auf so einer Plattform lang. Das ist schon, sag ich mal, ja, was Exklusives, ne? Aber wie gesagt, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, wo ich da drinnen war. Ich glaube 6-7 Jahre oder so. Locker, glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall so ein kleiner, schöner Ort hier in Düsseldorf. So Leute, jetzt sind wir hier vor dem GAP 15, heißt das. Auch ein, sag ich mal, berühmtes Hochhaus, was wir hier haben. Und da ist auch eine berühmte Firma drinne, Ernst & Young heißen die. Das ist eine Steuerberaterfirma. Ja, nur so als kleiner Feature vielleicht. Könnt ihr euch vielleicht interessieren, ne? Da 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 da
Jetzt sind wir am Rhein angekommen. Eben haben wir euch ja so ein bisschen die Stadt gezeigt, die Innenstadt. Und jetzt zeigen wir euch gleich nochmal die größte Kirmes am Rhein, die ja hier drüben ist, auf der anderen Rheinseite. Ja, da vorne ist übrigens auch der Fernsehturm von Düsseldorf. Jetzt frag mich aber nicht, wie hoch der ist, wie viel Meter, das weiß ich leider auch nicht. Ja, und sonst, ihr könnt ja auch so Stadttouren machen mit dem Schiff, habe ich auch mal gemacht, schon länger her. Aber könnt ihr ja fast in jeder Stadt machen, ne? Also das gibt es ja überall. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo die Preise da liegen, also wenn ihr mal hier hinkommt, müsst ihr euch mal vorher irgendwie informieren oder so. Aber kostet, glaube ich, ganz normal wie in jeder Stadt. Also ich habe jetzt in London, habe ich da bezahlt? Haben wir, glaube ich, 20, 25 Euro für zwei Personen. Waren wir 2 Stunden unterwegs, 2,5 Stunden ungefähr. Aber kann man sich nicht beschweren. Ja, genau. Also lohnt sich auf jeden Fall, hier mal hinzukommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell gleich nochmal. Paar Aufnahmen hinten, wir gehen gleich noch mal ein Stück weiter den Rhein entlang, futtern wir auch gleich mal ein bisschen was. Mein Kollege hat gesagt, da gibt es gut was zu essen. Was gibt es da zu essen? Alles, von Stammkuchen bis zu exklusiven Spezialitäten. Habt ihr gehört? Alles. Werden wir auch vielleicht ein bisschen aufnehmen, mal gucken. Ja, lasst auf jeden Fall bis hier schon mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und würde ich sagen, bis gleich. Leute, jetzt sind wir hier unten. Wir haben uns mal ganz frech hier, sind wir mal hier runtergegangen. Normalerweise darf man hier gar nicht runtergehen. Ne, also an euch Kinder da draußen, ne? Nicht hier runtergehen. Ne, aber ich dachte mir, hier kann man noch mal ein bisschen geiler filmen, euch ein bisschen was zeigen. Auf jeden Fall geile Aussicht hier, sage ich mal so. Ne? Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ja, hier seht ihr nochmal die Kirmes da hinten. Bisschen besser als eben. Und der schöne Geruch von dem Wasser. Könnt ihr jetzt zwar nicht riechen, aber... Ach, Spaß. Irgendwas. Tiere natürlich auch wieder. Irgendwann hinterm Ohr hängen. Ja. Leider blendet die Sonne gerade ein bisschen. Ich habe leider keine Sonnenbrille dabei. Aber hier kann man sich auf jeden Fall mal hin fläzen, wenn man sich ein schönes Bier gönnen will abends, setzt man sich hier schön hin bei dem Wetter.